Guten Tag, meine kleine Honigschnecke. Hallo. Ja. Guten Morgen, spreche ich mit der Herr Popper Fick. Ja. Herr Popper, Hector Lages, mein Name bitte. Ich melde mich vom Beratungsunternehmen. Ich wollte ein paar Punkte über Kryptowährungen erläutern, über Investitionsmöglichkeiten auf dem Finanzmarkt. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt sicherlich schon am Akzent gehört. Wir haben ja heute wieder eine ganz vertrauenserweckende Person am Apparat, der uns das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Tja, von einer Beratungsfirma. Und was denn eigentlich für eine Beratungsfirma? Den Firmennamen hat er hier gleich eingangs schon gar nicht erst erwähnt. Dem Anschein nach ist das wohl mittlerweile auch nicht mehr wichtig, von welcher Firma die Betrüger hier wohl anrufen. Die lassen ja immer mehr weg. Teilweise ihren Namen, teilweise den Firmennamen. Es ist schon wahnsinnig. Ich empfehle euch immer, wenn ihr solch einen Anrufer am Telefon habt, legt direkt auf. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Ja, haben Sie etwas schon gehört oder ist es ganz neue Sache für Sie? Ist ganz neu. Nochmals bitte? Ist ganz neu. Ganz neu. Okay, Herr Popper, dann... Wenn Sie frei 2 Minuten haben, ich werde ganz kurz erklären, ja, zuerst, was Kryptowährung ist und also, welche Möglichkeiten haben Sie auf dem Finanzmarkt. Ja. Und ja, was machen wir als Beratungsfirma? Warum machen wir das und am Ende, was bieten wir zu Ihnen? Okay? Okay. Herr Popper, zuerst, diese Kryptowährung, es ist eine digitale Zahlungsmittel, ja. Damit man kann etwas kaufen, verkaufen und tauschen und so weiter. Aber was ist Hauptsache? Sie können monatlich ein gutes Einkommen bekommen von Ihrer Investition auf dem Finanzmarkt, auf diesen Münzen. Vielleicht haben Sie Bitcoin gehört, ne? Nee, Bitcoin kann man doch nicht hören, den kann man nur sehen. Ja, Herr Popper, Bitcoin ist eine große Münze heutzutage auf dem Finanzmarkt, ja? Aber gucken Sie, vor 10 Jahren, diese 1 Bitcoin gekostet haben nur 1 US-Dollar. Mensch, der gibt sich ja wieder richtig Mühe, ganz schlecht zu sprechen. Ja, dass so einer definitiv nicht von irgendeiner Beratungsfirma anruft, sondern definitiv nur Scam sein kann, ich glaube, das sollte man eigentlich raushören und wissen. Und ja, definitiv muss man das auch wissen. Damit es alle wissen, teilt gerne die Videos mit allen euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen Menschen, die ihr so kennt, damit niemand in eurem Umfeld auf sowas drauf hereinfällt. Doch das Gespräch hier, das zieht sich noch ein bisschen. Es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, was da so alles vor sich hingebrabbelt wird. Denn Sinn und Verstand hat das alles nicht. Es ist einfach nur ganz viel Blabla. Nur um an euer Geld ranzukommen. Mehr Sinn hat so ein Telefongespräch in der Regel nicht. Naja, vielleicht noch ein Datendiebstahl nebenbei. Nur, das ist im Moment nicht mehr ganz so aktuell. Aber man muss hier auch trotzdem vorsichtig sein. Denn jedes bisschen Daten, das ihr überall hinterlasst, ist Gold wert. Denn wenn die erstmal eure Telefonnummer haben, kann man wenigstens diese überall hin weiterverkaufen. Das heißt, die verdienen mit euch auch Geld, selbst wenn die mit euch kein Geld am Telefon verdient haben. Denn der Datensatz, der ist trotzdem Geld wert. Ja. Und stellen Sie sich vor, ja, als Beispiel. Wann ich, Hector, gekauft vor 10 Jahren diese 1 Bitcoin. Jetzt ich werde schon mehr als 20.000 US-Dollar haben, ja? Das ist Der Prinzip ist ganz einfach, ne? Billige kaufen, ein bisschen warten, teuer verkaufen. Aber Kryptomarkt funktioniert so, ne? Außer Bitcoin auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen. Mehr als 5000. Allgemein, das bedeutet 5000 Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber dafür, Sie brauchen die genauen Zeitpunkt, zum Beispiel, wann sollen Sie anfangen, Ihre Investierung, mit welchen Münzen anfangen, wie lange halten, wann verkaufen, natürlich damit Gewinn zu haben, ja? Und diese Information, diese Unterstützung, Sie bekommen von unserer Seite ganz kostenlos, ja? Wann wir sind ein Beratungsunternehmen, wir haben eine Expertenabteilung, wo arbeiten mehr als 200 Experten. Ist ja schön, dass da 200 Experten arbeiten bei dieser angeblichen Beratungsfirma. Doch wie heißt denn eigentlich diese Beratungsfirma? Das hat uns hier dieser nette Mitarbeiter immer noch nicht verraten. Es ist schon irgendwie Wahnsinn, dass da Menschen tatsächlich einfach ihr Geld einzahlen. Ihr wisst nicht mal den Firmennamen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Die wollen euch nur dazu bringen, Geld zu überweisen. Im Idealfall nicht nur über die eigene Webseite, sondern einfach nur über irgendwelche Links und irgendwelche Kryptotauschbörsen.
Ja, hier sollte man definitiv die Finger von lassen. Diese Fachleute jeden und ganzen Tag analysieren die ganzen Kryptomarkt, ja? Und ja. Wissen alle wichtigen Signale, Informationen und Tipps. Was brauchen Sie zu wissen, auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu arbeiten, ja? Herr Popper, allgemein, das alles können Sie selbst auch machen, aber dann Sie sollen jeden und ganzen Tag auf Ihrem Rechner setzen und diese ganzen Kryptomarkt analysieren, ja? Ja. Und ich denke mal, für einen Mann ist es sehr schwer. Deswegen arbeiten wir. Ja. So, ja, Herr Popper, ist das klar bisher? Kann ich weiter? Okay. So, Herr Popper, wie gesagt, auf dem Finanzmarkt gibt es viele verschiedene Münzen, ja? Gibt es Altcoin und Outcoins auch. Wissen Sie, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Coins? Zwischen Alt- und Neucoin? Na, die Zeit? Ja. Gucken Sie, diese Altcoin sind schon alt auf dem Finanzmarkt. Und ja, derzeit, die haben schon ihr Zeitliches gesegnet, ja. Ja, diese Coin hat nicht so gut Preispotenzial, wie diese neues Altcoins hat, ja. Deswegen, wir arbeiten auf diesem neues Coin, welches frisches sind auf dem Finanzmarkt und welches derzeit sehr gut Preispotenzial hat. Ja. Das ist Hauptsache hier. Ja. Also, Herr Poppet, das ist nicht alles. Weil wenn Sie zum Beispiel sich entscheiden, unsere Kunde zu bekommen und Ihre Investition bei uns zu empfangen, von unserer Seite, Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager oder Kontomanagerin, ja? Diese Fachleute werden immer dabei, immer helfen Ihnen, auf dem Finanzmarkt Ihre Gewinn zu maximalisieren, so groß wie es ist möglich. Weil von diesem Moment, wenn Sie anfangen, Ihre Investition bei uns, wir werden gleiche Interesse haben, ja, so können wir sagen. Also das einzigste Interesse, was der hier hat, ist euer Geld. Mehr definitiv nicht. Das ganze Blabla hier ringsrum, weiß ich nicht, zu was das führen soll. Eine richtige, wirkliche Beratung ist es ja nicht. Auch wenn ihr hier angeblich von einer Beratungsfirma anruft. Nur eine Beratung sieht meiner Meinung nach doch dann schon anders aus. Hier erzählt er ja nur, dass man bei alten Coins nicht investieren soll. Und nur bei neuen. Naja, aber eigentlich zeigt die Erfahrung und die Vergangenheit, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Investiere ich in neue Coins, kann es immer sein, dass die Kohle ziemlich schnell weg ist, wenn ich nicht zum richtigen Zeitpunkt wieder verkaufe. Nun ja, aber dass ich hier nicht wirklich investiere, sondern einfach nur mein Geld auf deren Konto transferiere und das dabei dann bleibt, das verrät er hier an der Stelle natürlich nicht. Weil gewinnen Sie, gewinnen wir auch. Und gucken Sie, wo ist unser Interesse, ja? Ja. Zum Beispiel, also bis dann, ich möchte das sagen. Wenn Sie bekommen diese persönliche Kontomanager von unserer Seite, ich kann die Garantie auch geben, dass Sie bekommen ungefähr von 40-60% Gewinn von Ihrer Investition. Zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel diese 250 Euro, ja, das ist mindestens der minimale Betrag, damit alles anfangen können, ja. Und gucken Sie, für ersten Monat Ihre Gewinn auf dem Finanzmarkt wird ungefähr 120-130 Euro. Nach dem ersten Monat insgesamt es wird schon 370 Euro werden. Ja. 250 plus 120, haben Sie verstanden, ja? Ja. Ja, und gucken Sie, Herr Popper, Ihre nächste Gewinne für zweite oder dritte Monaten wird schon berechnet von diesen 370 Euro, nicht von diesen 250. Das bedeutet, Ihre Gewinn wird immer hoch steigen. Und das ist unsere Hauptaufgabe auch. Weil, wenn zum Beispiel Sie sich entscheiden, Ihre Investition bei uns zu beenden, zum Beispiel, wenn Sie werden nicht so zufrieden, wie haben Sie am Anfang gedacht, Sie können ganz einfach Ihre Investition bei uns beenden, um dieses Geld zurückzubekommen. Ja. Bei uns wird auch bezahlt dann von 6-8%. Aber von Ihren Gewinnen, nicht von Ihrer Investitionssumme. Ja. Von diesen 120 Euro, verstehen Sie das, ja? Ja. Ja. Naja, zumindest sind die Gewinnversprechen hier bei dieser Firma mal nicht so hoch. Oftmals wird ihr euch versprochen, dass ihr locker wieder 1000 Euro rausholt, wenn ihr 250 Euro einzahlt. Und die nehmen sich davon nur eine ganz kleine Gebühr weg. Naja, dass das alles nur Augenwäscherei ist, ist klar.
Hier bieten sie einmal nicht so viel an, sondern nur 8-10% oder was er da erzählt hat. Das ist tatsächlich auch mal schon realistisch, wobei man da auch nicht unbedingt dran glauben muss. Bei der Firma gibt's aber definitiv gar keine Auszahlung, auch wenn die einem das immer wieder versprechen. Schriftlich habt ihr das Ganze nicht. Und wenn man die Webseiten mal überprüft, dann gibt's ja nicht mal ein Impressum. Also wen will man dann letztendlich verklagen, wenn's Geld wirklich nicht kommt? Ja, und die Webseiten sind ziemlich schnell in der Regel auch wieder offline. Der hier erzählt ja nicht mal von seiner Webseite. Der erzählt ja nur irgendwelches Blabla und möchte unser Geld bekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also Herr Poppe, ich möchte, dass es war klar für Sie, dass ja. Hier alles machen Sie selbst, ja? Sie kontrollieren ja. Ihre Konto und niemand andere. Ja? Sie haben Zugang auf Ihrem Konto und niemand andere. Von unserer Seite, Sie bekommen nur diese Information, ja? Ja. Also wann zum Beispiel Sie sich entscheiden, Ihre Investition zu beenden, es wird kein Problem, ne? Ja. Sie können ganz einfach Ihre Geld zurückzubekommen. Ja. So, Herr Poppe, entschuldigen Sie mich, ich habe zu viel gesprochen, wann Sie zum Beispiel etwas Frage haben, ne? Bitte, gerne. Ja, ne, Sie können noch ein bisschen was erzählen. Ja, okay, dann ich werde noch über Plattformen sprechen jetzt, okay? Ja. Wo arbeiten wir? Herr Poppe, normalerweise, wir arbeiten auf den offiziellen, öffentlichen Plattformen, ja? Zum Beispiel VSS Binance, Dextrade, Moonpay, gibt es viele verschiedene, ja? Wo man ein Sicherkonto erstellen können, weiter sicher arbeiten können, ja? Weil Sicherheit ist die Priorität für unsere Firma. Lustig ist ja, dass er hier jetzt Moonpay mit aufgezählt hat bei Binance und ein sicheres Konto erstellen. Also Binance ist eine seriöse Plattform, Moonpay an sich auch, aber beides sind zwei verschiedene Dinge. Moonpay ist nichts anderes als eine Tauschbörse, also ihr tauscht Euro in Kryptowährung oder umgekehrt. Und Binance ist eine Handelsplattform. Und er erwähnt das alles im gleichen Atemzug und sagt, dass das eine sichere Plattform ist. Ja, wenn man nicht einen Betrüger sein Geld überweist, dann ist es eine sichere Plattform, das stimmt. Denn Moonpay hat jetzt erstmal nichts mit dem Betrug selbst zu tun. Sie ist nichts anderes als ja, ein Wechselautomat im Internet, dass man halt eben Euro in Kryptowährung tauschen kann. Aber das im gleichen Atemzug und da der gleichen Kategorie einzusortieren, ist dann doch schon wieder ziemlich verwirrend. Was zeigt, dass der entweder nicht weiß, was er da erzählt, oder einfach nur irgendwas erzählen will. Weil der Kunde, der weiß ja sowieso in der Regel nicht, was der da erzählt. Für unsere Kunden auch, ja? Ist das klar? Ja. Okay. Herr Popper, wann zum Beispiel gerade Sie einen Internetzugang haben, ich kann das alles visuell auch zeigen, ja, wie es funktioniert. Wie haben Sie mir gesagt, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ja. Okay, nur Kenntnisse, nur vielleicht haben Sie etwas gelesen im Internet. Ja. Sehr gut. Okay, Herr Poppe, dann, wenn Sie gerade haben einen Internetzugang, ich werde diese Plattformen auch visuell zeigen und ich kann auch Ihnen helfen, Ihre erste Kryptokonto auf dem Finanzmarkt erfolgreich zu erstellen, ja? Wie ja. Leitender Berater, das ist meine Hauptaufgabe, ja? Wenn Sie ohne Erfahrung sind, keinen Fehler zu machen, ja? Ja. Okay, haben Sie Internetzugang gerade? Ja. Sehr gut. Herr Poppe, welches Gerät benutzen Sie? Ist das Handy oder Computer? Es ist ein Computer. Okay. MacBook oder PC? Windows? Das ist so ein, das kann beides. Ah, Sie haben beides? Ja. Okay, dann Windows ist mehr leicht. Ja. Kann man da besser reingucken als aber Windows. Wie bitte? Ja. Ja. Aber bevor fangen wir an, ich möchte noch eine Sache erklären für Sie, ja? Ja. Herr Popper, normalerweise, wir benutzen eine Applikation, heißt AnyDesk, ja? Wissen Sie, was AnyDesk ist? Ja. Ja, das ist eine Software, damit können Sie Ihre Bildschirm freigeben, ja? Wann möchten Sie, wir können diese AnyDesk benutzen, aber wann möchten Sie nicht, das alles können wir blind auch machen. Ja, und an dieser Stelle ist natürlich wieder eine eindringliche Warnung angebracht.
Tja, grundsätzlich ist AnyDesk, TeamViewer, VNC oder Remote Desktop, ja eine Software, womit man seinen Computer fernsteuern kann. Beziehungsweise gibt man anderen Menschen eventuell Zugriff auf seinen Computer. Ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr aus der Ferne ein Kassensystem irgendwie warten müsst und die Mitarbeiter da nichts dran rumfummeln sollen, sondern der Administrator das alles machen soll. Dann kann man sich aus der Ferne auf den PC schalten. Ist auch manchmal ganz nützlich in privaten Zwecken oder wenn die Familie euch helfen soll. Doch diese Daten, also die Zugangsdaten zu eurem PC über so ein Programm, sollte man definitiv nicht an fremde Menschen weitergeben. Denn, naja, man weiß nicht, was die noch alles so im Hintergrund dann dort drauf tun, also auf eurem PC. Es muss nicht immer automatisch sein, dass die euch ein Virus draufladen. Kann aber schon mal vorkommen. Und das Problem ist, wenn die direkt Zugang zu eurem Rechner haben, dann hatten die auch Zugang zu all euren Daten im Hintergrund. Und außerdem besteht die Möglichkeit, euch einen Trojaner zu installieren, dass die, ja, Kriminellen sich ein Hintertürchen offen lassen, immer wenn euer PC eingeschaltet ist, dass sie dann auch aus der Ferne Zugriff drauf haben. Das muss man dann nicht mal unbedingt sehen können. Tja, von daher die eindringliche Warnung, Finger weg von AnyDesk, TeamViewer, VNC und Co. Lasst euch nicht von Fremden auf eurem Rechner rumfummeln. Von Freunden und Verwandten und Bekannten ist das natürlich kein Problem. Wie schon gesagt, man muss den Leuten aber auch vertrauen können. Und kann man das nicht, sollte man definitiv die Finger davon lassen, wenn man die Person auf der anderen Seite nicht kennt. Es wird ein bisschen schwer, aber das ist absolut die Entscheidung. Ja. Ja. Benutzen wir AnyDesk? Sind Sie schon lange blind? Wie bitte? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie sind blind. Sind Sie schon lange blind? Ach so. Ja, diese alles blind zu machen wird ein bisschen schwer und dauert mehr Zeit braucht das. Ja. Also für mich spielt es keine Rolle. Ja, für mich auch. Welcher ist das? Okay, dann machen wir mit AnyDesk, ja, es wird mir leicht. Ja. Für Sie und für mich auch. Hier nennt das Programm, ja. Okay, haben Sie auf Ihrem Computer, ja? Ja, nee, also das, nee. Sehr. Ach so, noch nicht? Nee. Okay, Herr Popper, das ist Ihre E-Mail, popper@gmail.com. Ist das ja, richtig? Ja. Okay, dann Herr Popper, jetzt Sie bekommen eine Nachricht per E-Mail von mir, ja. Einen Link von dieser Applikation, wovon können Sie ganz einfach herunterladen und installieren, ja? Ja. Okay, wie haben Sie mir gesagt, Sie benutzen Windows, ja, Windows-Computer? Unter anderem. Und welcher ist das? 8, 10 oder? Nee, da habe ich gerade den 12 in der Beta-Version. Ach so, es ist ganz neue Windows. Ja. Alles klar, einen Moment bitte. Okay. Ja, habe ich so als Geilbreak runtergeladen. Ach so, Sie haben schon? Na, als Geilbreak habe ich auf Windows 12. Ja, es ist kein Problem. Ich werde den Link schicken. Ja. Ganz kurz bitte. Ja. Sabine mit der Babette, bei der Bärbel und der Bettina. So. Ja. Herr Popper, ich habe geschickt. Können Sie überprüfen? Entzückend. Ich gucke mal. Wo haben Sie das denn hingeschickt? Per E-Mail. Ach, per E-Mail. Also. Ja. Diese. popper@gmail.com. Nochmal. popper@gmail.com. Ja. Unter diese E-Mail habe ich geschickt. Ja, die gibt's nicht mehr. Ja. Name ist von Hector, ja? Link von Hector. Ja. Aber die E-Mail gibt's ja nicht mehr. Haben Sie? Ist kaputt. Ach so, ich habe eine Benachrichtigung bekommen jetzt, dass diese popper@gmail funktioniert nicht mehr. Ja, genau. Da habe ich den Schlüssel verloren. Ach so. Ach so. Ja. Okay. Herr Popper, vielleicht, der ist draußen im Abstrich. Benutzen Sie eine Applikation WhatsApp. Ich kann, diese Link per WhatsApp auch schicken. Nee, was ist denn das? Das ist ja abgefahren. Was kann man damit machen? Okay, wann haben Sie keine WhatsApp? Dann öffnen Sie irgendwelches Browser gerade, zum Beispiel Google Chrome, und ich werde buchstabieren, was Sie sollen auf dem Suchfeld schreiben, ja? Aber welche diese Browser? Name von dieser Seite. Ich habe keine Browser. Google Chrome. Wie bitte? Welche Browser? Google Chrome. Ach so, Sie meinen ein Internetfenster. Ich dachte, Browser hier zum Trick. Ja, Browser, genau. Ja. Aha, ich warte. Ja, ich mach auf. Und was muss ich denn jetzt machen? Schreiben Sie im Suchfeld, ich werde buchstabieren. Ja. A wie A,
A wie Anton? Ja. N wie Notfall? Moment, nicht so schnell. Moment. Also ein A wie Anton. Und dann? A wie Anton, N wie Notfall. A wie Anton, N wie Notfall. Habe ich? Ja. Und jetzt? Nein, Sie sollen nur die erste Buchstabe schreiben, nicht ganzen Worten, ja? Ach so, ich dachte, ich soll das jetzt ausschreiben. Das müssen Sie ja sagen. Nee, Sie sollen... Ja, was muss ich denn, sagen Sie nochmal? A wie Anton. Also nur das A. Ja, N wie Notfall. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Sandra. Ja. K wie Kaufmann. Punkt.com. Ja. Und dann Punkt.com? Ja. Punkt.com am Ende, ja. So, was sehen Sie gerade? Moment. Mein Internet ist nicht so schnell. Kein Problem. Warten wir kurz. So, also Anton, Nordpol, Y, Dora, Emil, Samuel, Kaufmann, Punkt, Cäsar, Otto, Martha, ja? Ja, Punkt.com. Überhaupt es muss sein, anydesk.com. Ja. So. Ja. Ja, und jetzt? Was macht man da? Ja. Was sehen Sie? Dort nur steht, jetzt herunterladen. Sehen Sie? Ja, in der Mitte. Ganz in der Mitte, da steht Windows. Aber da haben wir ein Problem. Hier steht für Windows Vista, für Windows 7, 8 und Windows 10, aber 11 steht da nicht. Und 12 auch nicht. Okay, warten Sie ganz kurz da. Warten Sie ganz kurz, bitte. Ja. Ja, hier an der Stelle versuche ich natürlich möglichst viel Zeit zu schinden. Denn in der Zeit, wo ich diesen Betrüger an der Leitung habe, kann er mit niemandem anderen telefonieren und verplempert fleißig seine Zeit, der er eben nichts verdient. Übrigens gibt's Callcenter-Abzocke auch auf TikTok. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch dort mal vorbeischauen. Seit neuestem gibt's dort auch mal ein paar andere Inhalte als nur hier bei YouTube. Den Link zum TikTok-Profil findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung oder aber auch auf der Kanalseite von Callcenter Abzocke. Okay, Herr Popper, haben Sie nicht gemacht? Was? Haben Sie geöffnet, diese Webseiten? Ja. Okay. Können Sie ein neues Fenster öffnen jetzt? Mein Fenster soll ich öffnen? Draußen ist ein bisschen dolle warm, um jetzt Fenster zu öffnen. Nee, öffnen Sie neue Fenster, ich würde neue Seite buchstabieren jetzt. Ach so, Sie meinen am Computer, Sie meinen einen Tab. Es ist egal. Ja. Okay, schreiben Sie bitte. Ja. Perry Paula. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Rudolf. Nee. Ja, N wie Nordvoll. Ja, und jetzt? H wie Heinrich. Ja, H wie Heinrich. Ja, das heißt aber H. Ja, ha, genau. U wie Ulrich. Ja. Und B wie Barbara. B wie Barbara. Und dann? Ja. Herr Poppe, Sie können hier viele, viele Informationen, viele Videos finden und dort können Sie viel Spaß auch machen. Wünsche ich Ihnen alles die Beste, ja? Können wir jetzt verabschieden uns. Ja, bis dann, du Betrüger. Na, immerhin hat er sich ja höflich noch verabschiedet. Aber nett, auf welche Webseite er uns hier noch zum Schluss locken wollte. Man hat's ja, glaube ich, auch schon an seiner Stimmlage gehört, dass er es jetzt nicht mehr so wirklich ernst meint, wenn man ganz genau hingehört hat. Aber schon Wahnsinn. Man muss hier sich immer wieder in Erinnerung holen, der ruft von einer, naja, gut, er hat's ausgedrückt, Beratungsfirma, aber er ruft ja von irgendeiner Finanzfirma an, die eigentlich seriös arbeiten möchte. Ich glaube nicht, dass irgendeine seriöse Plattform oder irgendein seriöses Callcenter euch so eine Domain durchbuchstabieren würde. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was man da immer wieder am Telefon so erlebt. Tja, und irgendwie, selbst wenn sie dann nicht unter der Gürtellinie beleidigend werden, geht's ja dann doch wieder um das pornöse Thema. Schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die da den ganzen Tag auf Arbeit treiben. Ich würde schon gern mal irgendwie da bei zugucken, was die da so tun.
Ja, also ich kann es mir eigentlich vorstellen. Schon Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, findet ihr hier noch eine riesengroße Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer freuen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.